Making of. Und zwar über den Lörmecke-Turm, rundherum, drüber und fast durch. Ja, wir sind in der Nähe von Warstein. Zwischen Warstein und Hirschberg, genauer gesagt. Und ja, vom Parkplatz an dem Plackweg mussten wir dann noch etwa 3,5 Kilometer zu Fuß weiterlaufen. Mit dem Auto kommt man da nicht hin. Und da haben wir dann uns eine Bank ausgesucht, dann die kleine Kamera aufgestellt und dann habe ich die Drohne erstmal vorbereitet, das ganze Equipment, und so nach und nach hat das Ganze dann auch Form angenommen. Dann nochmal die Flügelspitzen, die Propellerspitzen checken, ob die Silikonspitzen noch alle heile sind und dran sind. In der Zwischenzeit kamen dann auch hier und da ein paar Besucher, die dann auch zum Lörmecke-Turm wollten. Zu Fuß und auch mit dem Fahrrad. So nach und nach konnte ich dann alles soweit klar machen. Alles gut. Und dann ging es ab in die Luft. Der Turm ist etwa 19 Meter hoch. Und von dort oben hat man also eine wunderbare Sicht. Ich habe dann zum Schluss auch noch dann den Aufgang gefilmt. Ich bin dann selbstverständlich auch noch nach oben gegangen. Ist jetzt nicht wahnsinnig spektakulär, aber interessant ist eben halt zu sehen, dass um diesen Turm herum eigentlich mal komplett Wald war. Und dieser Wald ist von den letzten beiden Orkanen und auch von der Borkenkäfer-Plage dann zerstört worden. Das, was ihr jetzt hier seht, das ist unter anderem erstmal so ein paar Flüge hin und her. Die Automatik macht es unter anderem ja auch möglich. Einfach markieren. Und das Markierte bleibt dann einfach im Zentrum des Bildes. Macht echt Spaß. Und wird vor allem dann doch sehr vereinfacht. Man muss da nicht zu viele Flüge ansetzen, um es dann perfekt hinzukriegen. Also mit der DJI Air 3 macht das schon wirklich sehr viel Spaß. Hier habe ich jetzt mit der 24mm Kamera gearbeitet. Und nach der Markierung bleibt auch wirklich das Objekt echt permanent in der Mitte. Es ist also schon echt eine tolle Sache. Dann nochmal den Gimbal ein kleines bisschen ausrichten. Ihr könnt ja so im Hintergrund dann sehen, hinter dem Turm, ringsherum, wie gesagt, wäre normalerweise alles Wald. So wie dort hinten im Hintergrund zu sehen. Da haben die Orkane es nicht geschafft, es kaputt zu kriegen. Aber auch dort schlägt der Borkenkäfer zu und dieses Loch da wird also immer größer, immer größer.
ziemlich stark. Es kommt auch immer drauf an, wie der Wind ist, ne? Also das Ganze nochmal und dann aber mit den Master Shots dann gearbeitet. Diese Master Shots, die machen dann verschiedene Manöver. Die kann ich also wirklich in so einem Gebiet, wo wirklich viel Freiraum ist, kann man das wirklich empfehlen. Ist also echt eine coole Sache. Macht echt Spaß. Das hier macht die Drohne jetzt komplett automatisch. Und daraus kann man dann richtig tolle kleine Filmchen machen. Ich hatte jetzt vor kurzem bei einem Kollegen auch mit der gleichen Art mit den Master Shots dann sein Haus gefilmt. Das war sein größter Wunsch. Das hat richtig Spaß gemacht. Das Ganze kann man dann auch entweder mit epischer Musik unterlegen oder aber vielleicht mit fröhlicher Musik, dass da so ein bisschen Spannung vielleicht auch aufkommt, gute Laune. Und diese Schwenks, die kann man dann selbstverständlich dann auch rausschneiden, das muss nicht unbedingt sein. Nee. 18,5. Ja, hier hatte ich dann, glaube ich, vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Das hat mich doch schon etwas geärgert. Hast du wieder nicht aufgenommen? Ja, ja. Echt? Oh. So was Dämliches. Ja, sowas, da bin ich dann immer ein bisschen verärgert. Dann hat man so einen tollen Flug gemacht. Das ist mir auf Gran Canaria auch passiert. Ich fliege und fliege und mache so richtig tolle Zoom-Einstellungen und Schwenks und hast du nicht gesehen. Und dann stelle ich fest, oh, jetzt bist du da so 7 Minuten lang durch die Gegend geflogen und hast nicht aufgenommen. Das ist wirklich ärgerlich. Aber nichtsdestotrotz, da lasse ich mich auch nicht dann davon unterkriegen. Ich habe dann auch erstmal noch geschaut, wie weit ich fliegen kann, bis ich die Drohne nicht mehr im Blick habe. Hier noch einmal ein kleiner Rundumflug. Man sieht auch im Hintergrund sehr viele Bäume, die also komplett kahl sind. Es sind dann die ganzen Fichten, die vom Borkenkäfer betroffen sind. Nach wie vor ist das immer noch ein echtes Thema da oben im Hochsauerlandkreis. So, und hier habe ich dann angesetzt
zum Flug. Wie weit kann ich sie noch sehen? Ich bin da mal so den Weg abgeflogen, den wir gekommen sind. Man kommt da auch teilweise wirklich durch schöne, noch erhaltene Waldstückchen. Ganz interessant, Mischwald. Sowohl Tannen, Kiefern, Laubbäume und teilweise ist das schon so alt, dass die Bäume richtig mit Moos behangen sind. Also das sieht echt toll aus. Es lohnt sich wirklich da mal, sich hinzubegeben zum Lörmeke-Turm und dann diesen Weg diesen Plackweg vom Parkplatz bis zum Turm zu laufen. Ist wirklich schön. Zwischendurch lockert es sich ja dann auch auf, dass man mal in die Ferne schauen kann. Und das ist schon sehr schön, wenn man dann zwischen den Bäumen in die Ferne zu den ganzen Hügellandschaften dann schaut vom Hochsauerlandkreis. Das ist echt toll. Ich habe dann, während ich den Blick zur Drohne gehalten habe, dann auch ein bisschen mit dem Gimbal gespielt, ohne die Drohne jetzt aus den Augen zu verlieren. Und es waren, sage und schreibe, knapp etwas über 1000 Meter. Und dann habe ich sie eigentlich nur noch als, ich sag mal, Pixel gesehen. Insofern ist das dann schon sehr schön, wenn man eine größere Drohne hat. Die kann man also noch recht weit verfolgen mit den Augen. Sehr, sehr schön. Die Mini, die hätte ich schon lange nicht mehr gesehen. Also die konnte ich so bei 650, 700 Metern. Je nachdem, wie die Bewölkung war, konnte ich die dann noch ganz gut sehen. Aber dann war auch vorbei. Dann durfte man nicht blinzeln, dann war sie weg. Also bei der Mini, wie gesagt, so um die 650 bis 700 Meter. Und bei der R3, da konnte ich dann sie so gut 1000, 1100 Meter noch sehen. Ja. Aber dann durfte ich auch nicht mehr blinzeln. Ja, und landschaftlich ist der Hochsauerlandkreis natürlich wirklich wunderschön. Viel, viel Wald. Was ist? Auch wenn viel kaputt ist. Aber wie gesagt, das ist dann unter anderem auch den letzten beiden Orkanen geschuldet, respektive dem Borkenkäfer. Das ist schon heavy. Jo, und da habe ich mich dann wieder auf den Rückweg gemacht. Allerdings habe ich dann doch den Blick zum Tablet nehmen müssen, um mich dann wieder auszurichten. Und hatte sie dann aber auch verhältnismäßig schnell wieder im Blick, weil ich ja wusste, in welche Richtung ich geflogen bin. Wenn man da zu Fuß geht durch den Wald und überhaupt so auf diesem Weg, ist es wirklich ruhig, angenehm. Was man dann hat, sind dann so ein paar Fahrradfahrer, die dann ihren Sport da betreiben mit ihren Mountainbikes, teilweise auch dann elektrisch dann unterstützt. Und was ich dann immer schade finde, ist, man muss nicht klingeln. Das haben also wirklich ein paar gemacht. Die haben dann von Weitem schon geklingelt. Achtung, wir kommen. Dann konnte man sich selbst einrichten, dass man dann auf die rechte Seite gegangen ist. Und dann kam auch ein nettes Dankeschön. Wir haben uns dann auch bedankt. Aber der Großteil hat sich gesagt, wusch, da fahren wir mal schön knapp dran vorbei. Also da haben wir uns dann schon manchmal echt erschreckt. Also ich finde, das ist eine absolute Unart
von manchen Fahrradfahrern, dass sie sich dann echt einbilden. Sie können tun und lassen, was sie wollen. Finde ich nicht schön. Oder aber sie fahren dann in Gruppen und brüllen dann da durch die Gegend, wenn sie sich dann irgendwie was zurufen. Anstatt dann in Ruhe nebeneinander herzufahren und sich dann leise zu unterhalten. Ja, und die Kinder, die sind Kinder. Wenn die aufgeregt sind, ne, habt ihr ja nun auch jetzt teilweise da im Hintergrund gehört. So, da habe ich mich dann jetzt fertig gemacht, die Drohne zu landen, weil ich wollte nämlich auch gerne nochmal auf den Turm selbst drauf. Die Treppenphasen, die ich hochgegangen bin, die habe ich dann mit Zeitraffer gemacht. Hört sich auch ein kleines bisschen lustig an. Ein paar Zuschauer hatte ich auch. Und so war es dann für mich nach ungefähr 30 Minuten dann mit dem Fliegen wieder vorbei. Das Akku hatte noch locker 40%. Also ich hätte noch eine ganze Weile fliegen können. Und ich habe es mir unter anderem auch angewöhnt, sie dann mit der Hand zu fangen. Mit der Hand landen zu lassen. Antje hat das auch schon ganz gut drauf. Da sind wir schon fast ein eingespieltes Team. So, und jetzt nur noch eben ganz schnell alles wieder zusammenpacken. Und dann werde ich euch noch eben mit auf die kleine Reise nehmen, auf den Lörmecke-Turm und zeige euch dann ein bisschen noch die Umgebung. Da wünsche ich euch dann auch noch viel Spaß. Um dann auch mal das Mikrofon noch mal zu testen, wollen wir jetzt mal hier den Lörmecke-Turm raufgehen. Bin also nicht umsonst hierher gefahren, nur um mit der Drohne zu fliegen. Und jetzt muss ich erstmal hier meine Kamera, mein Gimbal etwas umstellen. So. Na, irgendwie. So. Dann gucken wir mal. Geht ja jetzt hier kontinuierlich hoch. Ich werde jetzt nicht die Treppenstufen zählen. Es wird jetzt auch etwas windiger. So im Mittelteil. Man kann dann hier so zwischen den Balken dann durchschauen. Puh. Ja, ein bisschen laufen muss man, bis man das hier erreicht hat. Was einem hier besonders bewusst wird, sind die letzten beiden Orkane und Borkenkäfer, die so ziemlich den kompletten Wald zerstört haben. Aber der Ausblick, der ist schon toll. So auf die Hügellandschaft des Hochsauerlandkreises. Das ist schon sehr schön. Heute auch sehr theatralische Wolken. Ich gehe mal weiter. Hier ist noch mal ein Rundgang. Man könnte jetzt natürlich auch vortäuschen, man fliegt
mit der Drohne hier so durch. An dem kleinen Dörfchen da hinten, da sind wir vorbeigefahren. Das ist Hirschbach. Oder so, oder Hirschberg. Hirschberg heißt das. Das wackelt hier ganz schön. Ja, Hirschberg heißt das. Also, in diese Richtung schauen wir nach Hirschberg. Richtung zum Fernsehturm oder ja, Fernsehturm, der Stimmstamm. Da würde ich auch gerne noch mal fliegen. Hier geht der Blick nach Meschede. In die Richtung schauen wir nach Eversberg. Da ist dann auch noch mal ein Fernsehturm in 21 Kilometern Entfernung in Hunau. Beziehungsweise da hinten ist dann der Stöppelturm. Ich kriege das jetzt nicht rangezoomt, ist zu weit weg. Sehen wir dann die Bruchhauser Steine. Da schaut man dann in die Richtung Kallenhardt. Da schauen wir nach Richtung Rüthen. Suttrop. Und da hinten Belecke. Ja, und allgegenwärtig kaputter Wald. Dann gehen wir mal weiter.
Moment kommt mir jetzt nichts mehr entgegen. Das Schöne ist, man kann leise sprechen, man muss nicht hier rumbrüllen. Hallo. Hallo. Was ich nicht so gut finde, ist eigentlich, dass die Treppen hier offen sind. Man kann da so durchgucken. Für diejenigen, die sowieso schon Höhenangst haben, die kriegen dann also richtig Probleme. So, gleich geschafft. Vorletzte Ebene. Glaube ich. Nee, doch noch nicht ganz. So, jetzt kommen die letzten Stufen. So. Ja, schöner Blick. Sehr schön. Hm? Den hättest du verpasst, wenn du nicht oben gewesen ja, wärst. Ja. War's komisch? Nö. Nur wenn jemand raufkommt, dann wackelt das so ein bisschen. Oder wenn jemand runtergeht. Mhm. Aber ansonsten lässt sich das ganz gut da oben aushalten. Und man hat wirklich einen sehr, sehr schönen weiten Blick. Vor allen Dingen oben sind dann Schilder angebracht. So, das war's. 12 Minuten, 40 Sekunden und Schluss.